Ganz herzlich darf ich Sie zu einem weiteren Wochenrückblick hier aus der Kreisverwaltung in Coesfeld, genauer gesagt aus dem großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, begrüßen und willkommen heißen. Schön, dass Sie wieder einmal zugeschaltet haben. Ja, ich bin heute deswegen einmal hier in den großen Sitzungssaal hineingegangen, um Ihnen den ein wenig vorzustellen, denn am Mittwoch dieser Woche tagte zum ersten Mal in dieser Wahlperiode der Kreistag einmal wieder hier im großen Sitzungssaal. Bei den vergangenen Sitzungen in den zurückliegenden fast 2 Jahren haben wir immer andere Orte gesucht, um pandemiebedingt noch mehr Abstand halten zu können. Diesmal haben wir uns dann wieder für eine Sitzung hier entschieden und das hat auch soweit ganz gut geklappt. Ja, die Kreistagssitzungen sind ja immer gewissermaßen Höhepunkt eines Sitzungszykluses. Nachdem vorher die Fachausschüsse schon die Themen vorberaten haben, geht es dann eigentlich darum, alles konzentriert im Kreistag nochmal zusammenzubinden gewissermaßen und dann auch zu einer Entscheidung zu bringen. Wir hatten wieder eine umfangreiche Tagesordnung mit vielen unterschiedlichen Gegenständen, Fragen der Mobilität, des Radwegebaus, um nur 2 Beispiele zu nennen. Insofern immer viele Themen, die hier behandelt werden. Ja, einige Beispiele möchte ich noch aus der vergangenen Woche herausgreifen, die sicherlich nochmal hier erwähnenswert sind. Zunächst einmal hatte ich die schöne Gelegenheit, am Sonntag bei einem feierlichen Pontifikalamt in Ascheberg teilzunehmen. Und da ging es letztlich darum, 1000 Jahre Pfarrgemeinde St. Lambertus Ascheberg zu feiern mit Pfarrer Stefan Schürmeier und dem Diözesanbischof Felix Genn. Und das war wirklich eine sehr, sehr festliche heilige Messe. Und am Ende wurde die neu eingerichtete Katharinenkapelle im Turmbereich eingeweiht. Und dort befinden sich jetzt viele sehr schöne Votivgaben, also Opfergaben von Gläubigen aus den zurückliegenden Jahrhunderten. Wenn die heilige Katharina von Siena ist in Ascheberg schon seit vielen Jahrhunderten eine verehrte Heilige und ihr zu Ehren sind eben diese Votivgaben von Gläubigen gestiftet worden. Und die werden jetzt der Öffentlichkeit dort zugänglich gemacht. Wirklich sehr gelungen, sehr schön. Und es lohnt sich also einmal nach Ascheberg zu fahren und dort in der Pfarrkirche, die man nun wirklich nicht verfehlen kann in Ascheberg, markant mit dem hohen Turm, einmal sich diese neue schöne Katharinenkapelle anzuschauen. Am Tag zuvor, am Samstag, hatte ich die Gelegenheit, beim diesjährigen Kaiserschützenfest als großem Höhepunkt der Schützenfestsaison in Dülmen teilzunehmen, zumindest zu Beginn teilzunehmen, mit der Heiligen Messe, mit Pfarrer Hempelmann in St. Viktor und anschließend dem großen Antreten auf dem Marktplatz und den Ansprachen des amtierenden Kaisers und des Bürgermeisters Carsten Hövekamp. Auch da nochmal Kompliment an alle Organisatoren, die das in dieser beeindruckenden Weise hinbekommen haben. Am Montag bin ich dann nach Münster gefahren. Ich bin Mitglied beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe im Landesjugendhilfeausschuss. Und auch dort standen eine ganze Reihe von Themen auf der Agenda. Ich hatte die Ehre, in dieser Sitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden dort gewählt zu werden. Dort hatte es einen personellen Wechsel gegeben. Und insofern freut es mich jetzt ein Stück weit hier, die Dinge mitberaten, mitbegleiten zu dürfen. Am Montagabend hatten wir die Haushaltsbesprechung, Beratung, wenn man so will, im Kreise der Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus Westfalen-Lippe mit dem Landesdirektor Georg Lunemann. Auch da haben wir natürlich uns intensiv über die Kostenentwicklung beim Landschaftsverband ausgetauscht, weil das natürlich immer ein ziemlicher Kostenblock auch für uns darstellt. Wir bezahlen rund 60 Millionen Euro an Landschaftsumlage an den Landschaftsverband und da ist es natürlich schon immer wichtig, auch sich da auszutauschen und zu schauen, wo sind wichtige Projekte, wo kann man aber vielleicht auch nochmal mit Sinn auf die Kommunalfinanzen auch zu Kosteneinsparungen halt kommen. Am Dienstagvormittag fand dann das zweite Netzwerktreffen im Rahmen des Bürgerlabores Mobiles Münsterland. Ein tolles Projekt, was wir ja rund um die Gemeinde senden, aber auch natürlich entlang des Schnellbusses X90 halt durchführen dürfen und dort viele Dinge ausprobieren dürfen. An diesem Tag konnten wir den neuen NRW-Verkehrsminister bei uns herzlich begrüßen und willkommen heißen und er hat sehr anerkennende Worte für unsere Projektdurchführung gefunden und uns auch ermutigt,
ermutigt, wirklich weiter auszuprobieren, zu experimentieren. Denn wir wollen natürlich letztlich die Erkenntnisse, die wir in Senden, Lüdinghausen, Olfen gewonnen haben, dann auch übertragen und möglichst natürlich etwaige Optimierungsbedarfe dann auch wirklich zu nutzen, damit der ÖPNV hoffentlich ein Stück weit besser und auch noch den Bedürfnissen aus der Bürgerschaft angepasst werden kann. Ja, ein besonderer Punkt war dann an diesem Tag auch noch der feierliche Spatenstich zum sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A1 in Ascheberg. Und dort ist ja momentan wirklich eine Großbaustelle zu sehen und das wird sich auch in den nächsten 5 Jahren auch weiterhin natürlich wird uns das begleiten. Erstmal sehr wichtig, dass die Bundesrepublik sich entschieden hat, dieses Nadelöhr entsprechend zu verbessern, zu verbreitern. Und so wurde dort berichtet, geht man davon aus, dass eben die A1 in diesem Bereich von tagtäglich gut 100.000 Autos dann frequentiert werden wird. Also eine ganz wichtige Verkehrsader, in die jetzt der Bund an dieser Stelle investiert. Und deswegen ist es auch sicherlich gut, dass damit jetzt tatsächlich auch begonnen werden kann. Am Mittwoch hatten wir dann auch hier im großen Sitzungssaal die Dienstbesprechung, Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu unserem Kreishaushalt. Da haben der Kämmerer Dr. Tepe und ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Kämmerei und den Fachabteilungen die aktuellen Entwicklungen und Zahlen soweit vorgestellt. Denn auch da geht es natürlich immer darum zu schauen, welche Entwicklungen sind dort, welche Zahllasten am Ende über die Kreisumlage auch die Kommunen direkt betreffen. Ich habe mich dann direkt noch auf den Weg gemacht, um an einer großen Übung teilzunehmen, die wir gemeinsam mit dem Kreis Recklinghausen und dem Kreis Borken organisiert haben. Genauer gesagt, unser Veterinäramt organisiert hat mit den Nachbarveterinärämtern, nämlich um der Thematik afrikanische Schweinepest, die immer ein Stück weit zu kommen droht, sage ich jetzt mal, dann eben auch wirklich gute Vorsorge getroffen zu haben, um zu üben, was ist zu tun, wenn eben beispielsweise ein infiziertes Wildschwein aufgefunden wird, um eben das Ausbreiten dieser Seuche wirklich zu vermeiden bzw. so schnell wie möglich einzudämmen. Und da ist es ganz wichtig, sich auch gerade kreisübergreifend abzustimmen und das mal rein praktisch zu üben. Denn wir haben recht schnell gesehen, wenn so ein Fundstück beispielsweise in Lüdinghausen, in den Borkenbergen oder halt aufgefunden wird, dann sind eben entsprechende Radien festzusetzen, wo dann erstmal dann genau untersucht wird, wo genau geguckt wird und auch wo Absperrmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Und da sind schnell auch die Nachbarkreise betroffen. Von daher war das wirklich eine gute Übung, die wir an dieser Stelle gemeinschaftlich, wie gesagt, mit den Nachbarkreisen durchgeführt haben. Am Donnerstag hatte ich dann die Gelegenheit, mir die umfangreichen Neubaumaßnahmen der Christophorus-Kliniken am Standort in Coesfeld anzuschauen. Ein ganz, ganz wichtiger Partner ja hier als unser großes Krankenhaus an 3 Standorten. Von daher war das einfach sehr informativ und da ein herzliches Dankeschön. Es ist toll, dass der Träger hier die Christophorus-Kliniken wirklich so viel in den letzten Jahren in den Standort investiert hat, aber auch an den anderen Standorten. Aber hier war es für mich einfach mal wichtig und auch sehr informativ, umfassend darüber zu informiert zu werden, was hier sich in den letzten Jahren getan hat. Am Donnerstagnachmittag hatten wir dann noch eine intensive Beratung und Austausch zur Fortschreibung und komplett Neuaufstellung des Katastrophenschutzplanes. Auch das knüpft so ein bisschen an das Thema afrikanische Schweinepest an, ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich über verschiedene Szenarien, gerade in Krisenzeiten, nochmal neu auf den Stand bringt, nochmal neu diese Szenarien auch analysiert, von Fachleuten begleiten lässt, damit eben geeignete Maßnahmen dann auch schon, wo Vorbereitungen notwendig sind, auch vorbereitet werden können. Am Freitag mündete sicherlich dann der
Wochenrückblick gewissermaßen in einen Höhepunkt, denn dort steht dann das große Jubiläum mit einem Festakt bevor, nämlich 750 Jahre Burg Fischering, worüber wir ja schon wiederholt hier an dieser Stelle berichtet haben. Ich freue mich auf diesen Festakt, der am Freitagabend auf der Burg Fischering stattfinden wird. Nachdem am Nachmittag bereits ein anderes Jubiläum gefeiert wird in Ratingen, nämlich 75 Jahre Landkreistag Nordrhein-Westfalen. Das ist ja unser kommunaler Spitzenverband. Deswegen gerne von dieser Stelle an den LKT herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch Glückwunsch nach Lüdinghausen an unsere Burg Fischering und natürlich auch die Burg Lüdinghausen, denn die beiden gehören ja geschichtlich immer sehr, sehr eng zusammen. Ich freue mich, zu dem Festakt unseren Ministerpräsidenten begrüßen zu können, Henrik Wüst, der die Festrede halten wird. Ja, das waren viele, viele Punkte. Und damit es jetzt nicht noch länger wird, sage ich herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Alles Gute, bleiben Sie gesund.